Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zum Landwirtschaftssimulator 22. Heute erkläre ich euch in einem kurzen Video, wie die Kuhzucht funktioniert. Ihr erfahrt, welche Unterschiede die Unterkunft macht, welche Kühe es gibt, was sie fressen und welche Geräte und Maschinen ihr braucht. Vorab möchte ich euch noch das GameStar-Sonderheft zum LS22 empfehlen. Ich habe im Heft als Autor mitgewirkt und ihr findet dort zahlreiche weitere Guides und Tipps. Den Link zum Sonderheft findet ihr in der Beschreibung des Videos. Beginnen wir mit den Unterschieden zwischen Weide und Stall. Euch stehen eine Weide und drei Ställe zur Wahl. Auf der Weide für 75.000 Euro finden 15 Kühe Platz. Hier müsst ihr das Wasser selbst anliefern, dazu aber später mehr. Für 254.000 Euro erhaltet ihr den Kuhstall, der Platz für 45 Kühe bietet. Für 518.500 Euro bekommt ihr den großen Kuhstall, in dem bis zu 80 Kühe ein neues Zuhause finden. Es gibt den großen Kuhstall auch noch mit Fütterungsroboter. Das Futter liefert ihr hier selbst an, genauso wie das Stroh, und die Fütterung erfolgt dann automatisch. Dazu aber später ebenfalls mehr. Den Kuhstall mit Fütterungsroboter erhaltet ihr für 722.500 Euro. Die Stelle findet ihr im neuen Baumenü vom LS22. Damit die Kühe auch Mist produzieren, benötigt ihr einen eigenen Misthaufen für 25.000 Euro. Der wird in der Nähe des Stalls platziert. Der Misthaufen hat ein Fassungsvermögen von 4 Millionen Litern und befindet sich im Baumenü im Reitergebäude und dort bei den Silo-Erweiterungen. Für mehr Gülle platziert ihr eine Güllebehältererweiterung ebenfalls in der Nähe des Stalls. Auch hier gilt, schaut bei den Silo-Erweiterungen. Die Kühe kauft ihr direkt gegen einen Aufpreis im Menü oder ihr fahrt zum Viehhändler und holt sie dort ab. Der Viehhändler bietet nicht nur verschiedene Rassen an, sondern auch Tiere unterschiedlichen Alters. Die älteren Tiere sind etwas teurer, dafür dauert es nicht so lange, bis sie sich erstmalig reproduzieren. Dazu braucht ihr den passenden Tiertransportanhänger. Ohne Mods steht euch nur der Silverstar von Wilson Trailer zur Verfügung, den ihr für 80.000 Euro erhaltet. Darin haben 12 Kühe Platz. Fahrt ihr selbst, spart ihr euch zwischen 50 und 100 Euro Transportgebühr pro Kuh. Die Transportgebühr ist abhängig vom Alter der Kühe. Auf der neuen US-Karte Elm Creek bietet sich als LKW der Pinnacle 6x4 von Mack Trucks für 93.500 Euro an. Im LS22 gibt es 4 verschiedene Arten. 2 davon produzieren Milch, 2 eignen sich nur für die Zucht und den anschließenden Verkauf. Ihr könnt verschiedene Kühe auch in einem Stall unterbringen. Auswirkungen auf Milch oder Reproduktion hat das nicht. Für die Milchzucht könnt ihr Brown Swiss oder Holsteiner Kühe verwenden. Für die reine Zucht hingegen Angus oder Limousin Kühe. Bei der Produktion von Milch unterscheiden sich Brown Swiss und Holsteiner nicht. Gleiches gilt bei der Zucht von Angus oder Limousin. Pflegt ihr die Kühe, erzielen beide Zuchtrassen gleiche Verkaufspreise. An der Seite des Stalls ladet ihr die Kühe anschließend ab. Neben Nahrung benötigen sie aber auch Stroh, damit sie Mist produzieren. Und hier kommt der ProChop 150 von Anderson ins Spiel. Für 37.000 Euro erhaltet ihr ihn im Shop. Mit dem passenden Traktor, der mindestens 80 PS besitzt, nutzt ihr die Maschine im Anschluss direkt im Stall. Auf der Kuhweide könnt ihr im Übrigen kein Stroh entladen. Dadurch produzieren die Kühe hier auch keinen Mist. Aber sie brauchen Wasser. Dazu fahrt ihr mit einem Wasserfass an den Trigger und startet dort den Überladevorgang. Als Traktor bietet sich etwa der Fendt 300 Vario mit Frontladeranbau, Breitreifen und Radgewichten an. Radgewichte und Frontlader werden später beim Verladen des Mists wichtig. Für 112.000 Euro erhaltet ihr die vorgestellte Kombination im Shop. Der Q5M Frontlader von Quicke benötigt 100 PS, passt also für den Fendt 300 Vario. Zum Verladen des Mists könnt ihr die Universalschaufel, Dunggabel oder Gabelzange von Albut verwenden. Ich persönlich empfehle euch die Universalschaufel, da sie, wie der Name schon verrät, universell einsetzbar ist. Aber was fressen Kühe eigentlich? Um die höchste Produktivität bei Kühen zu erreichen, füttert ihr sie mit Totalmischration. Mit einem vollautomatischen Futtermischwagen wie etwa dem Strautmann VM1702SF sammelt ihr Silage, Heu und Stroh direkt vom Boden auf. Neu ist das Mineralfutter, welches ihr euch abgepackt im Shop kaufen könnt oder euch in einem extra Silo anliefern lasst. Hier etwa bietet sich das Karma 16 von Unia an. Haltet euch beim Befüllen des Futtermischwagens an die angezeigte Reihenfolge. Beginnt mit Heu, im Anschluss Silage, danach Stroh und zum Schluss Mineralfutter. Achtet auf ein ausgewogenes Verhältnis und befüllt mit Bedacht.
Beim Kuhstall mit Fütterungsroboter liefert ihr die einzelnen Bestandteile der totalen Mischration selbst an. Dazu könnt ihr einen Kipper verwenden, der Silage, Heu, Stroh und Mineralfutter laden kann. Hier etwa bietet sich der Halfpipe HP20 von Krampe für 36.000 Euro an. Nachdem ihr die einzelnen Bestandteile abgeladen habt, beginnt die Anlage nach kurzer Zeit mit der Zusammenstellung des Futters. Der Roboter füttert eure Kühe dann automatisch. Ihr spart nicht nur dadurch Arbeit. Auch das Reinigen von Stall und Weide entfällt im neuen Landwirtschaftssimulator. Kümmert ihr euch 18 Monate um die Kühe und sorgt für ausreichend Futter und Stroh, gebären sie nach einiger Zeit Nachwuchs. Über das Infomenü seht ihr dann den jeweiligen Reproduktionsfortschritt. Kühe könnt ihr auch verkaufen. Insbesondere die Kühe zur Zucht solltet ihr verkaufen, sobald sie ausgewachsen sind und sich erstmalig reproduziert haben. Achtet dabei auf die Gesundheit und das Alter der Tiere. Milchkühe könnt ihr auch verkaufen, allerdings bringen sie nicht so viel Geld wie Angus oder Limousinen im Verkauf. Wenn euer Stall voll ist, könnt ihr die Tiere verkaufen. Am besten die ältesten zuerst, denn die bringen am meisten Geld. Milch könnt ihr mit einem entsprechenden Fass direkt vom Stall aus abfüllen. Falls ihr mehrere Tiere habt, bietet sich das MKS 32 von Lizard für 68.000 Euro an. Hier braucht ihr einen LKW oder einen Dolly, um das Fass zu ziehen. Achtet darauf, dass das Fass auch Milch laden kann. Ihr erkennt es an einem Hinweis im Shop. Mist und Gülle könnt ihr prima zum Düngen eurer Felder benutzen. Dazu gibt es verschiedene Geräte. Für Gülle etwa das VT 130 von Schouten für 58.000 Euro. Für das braucht ihr allerdings noch einen Gülleverteiler. In unserem Fall das Spider SP 6834 von Schouten. Für den reinen Verkauf eignet sich das Zunhammer ULT 24 für 52.000 Euro. Die Gülle fahrt ihr dann in die Biogasanlage und verdient euch etwas Geld dazu. Zu guter Letzt kommen wir zum Mist, also den im Spiel. Den Mist ladet ihr mit einem Frontlader und passender Schaufel in einen beliebigen Miststreuer, etwa dem Kuhn SLC 141 für 54.800 Euro. Alternativ stellt euch einfach an das Symbol neben dem Misthaufen und startet den Überladevorgang. Das war das Tutorial zur Kuhzucht im LS22. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Falls ihr keine Tutorials mehr zum LS22 verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Lasst es mich ebenfalls gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.